Sekunde, dann machen wir mal eben so. Planten die Bäume. Diese Dinger bekomme ich ja von den Bäumen selber. Also ich zerstöre einen Baum und dann bekomme ich meistens eben auch hier so einen Baum zum Pflanzen. Den ich natürlich nicht sofort abbaue, weil ich meine, guckt euch das Dürre-Ding mal an. Da ist ja nicht viel dran, da bringt ja nicht viel. Okay. Das hier ist nur ein Hasending. Sekunde. Zack. Ha! Ist es das? Ja, genau. Hier an meinem Friedhof liegen komischerweise immer diese Goldklumpen rum. Und dann eben hier diese Löcher, die man dann eben, ja, ausgraben kann. Löcher ausgraben? Naja. Ne, und da sind dann eben immer Amulette drin oder irgendwelche speziellen Sachen. Und die sehen halt auch anders aus als diese Hasenlöcher. Kaninchenlöcher. Oh, fuck. Okay. Goldnugget! Komm noch mehr! Yay! Schon Tag 4. Nice! Nein, nicht ausgraben! Fuck! Pflanzt es wieder so. Man kann Sachen nämlich auch ausgraben und dann bei sich oben irgendwie pflanzen. Grabschänden! Yeah! Shit! Können da nicht mal immer dieselben Items drin sein? Verdammt. Was mache ich denn da jetzt? Machen wir mal so. Sekunde. Machen wir das hier mal kaputt. Ach, schaffen wir gar nicht. Ne. Tipptopp. Zack. Und noch mehr Gold. Und noch ein Loch. Oh ja. Auf der Suche nach Löchern. Und ein fetter Stein. Den wir jetzt aber nicht mitnehmen. Können wir ja später noch machen. Ich will erstmal eine Kiste haben, wo ich dann meinen ganzen Scheiß drin bunkern kann. Zack, zack, zack. Yay. Endlich mal Sachen, die ich stapeln kann. Ach fuck, meine Schaufel ist kaputt. Meine Shovel. Ich hoffe, der Sound stimmt so. Ich habe gar keinen Soundcheck gemacht. Also ja klar, doch, im Prinzip schon, aber im Startmenü. Und das ist nicht wirklich aussagekräftig. Ma, ich will Leichen schänden. Perfekt. Und noch eine Leiche schänden. Oh fuck. A Ghost. Was der bringt, keine Ahnung. Also im Prinzip ist er natürlich ein Gegner, der einem auch Schaden zufügen kann. Was er gerade auch ein bisschen getan hat. 8 Schaden, nicht gerade viel. Aber irgendwie habe ich von denen noch keine guten Items bekommen und die verschwinden an der Zeit. Deswegen einfach ignorieren. Okay. Wir haben ihn anscheinend geplündert. Das sieht doch schon mal recht gut aus. Ja, genau. Gut, dann gehen wir jetzt wieder nach oben und bringen erstmal so ein paar Sachen zurück. Jetzt will die Schaufel hier wegpacken. Ach, verdammt, geht nicht. Shit. Ich muss die Schaufel irgendwie wegbekommen. Noch eine Beere, die wir jetzt essen können. Oh, fuck. Wollte ich doch gar nicht. Tut mir leid. Toll. Ist das Teil leer oder was? Und? Nein. Shit. Könnte ich mit allem töten. Also mit einer Schaufel, mit einer Axt, mit einer Spitzhacke. Zack. Perfekt. Ab nach oben. Yay, perfekt. Okay, sehr gut. Ich glaube, wir hätten noch ein bisschen Holz abbauen müssen. Habe ich überhaupt Holz dabei? Nee, ne? Irgendwie nicht. Shit. Verdammt. Dann müssen wir leider Gras verbrennen. Oh nein, mein schönes Gras. Was irgendwie überhaupt nichts bringt. Nice. Hier, komm. Yay, guckt euch an, wie viel das bringt. 100, fast. Oder 100 genau, keine Ahnung. Ja, shit. Was verbrenne ich denn jetzt? Ma, kannst du mir mal irgendwie was geben? Ist ja ätzend. Zack. Boah, wir müssen uns beeilen. Alter, wenn ich jetzt sterbe deswegen, ne? Das wäre so lächerlich. Das wäre so lächerlich. Schnell! Oh!
Das war ja fast leer, ey. Ich brauch Platz. Nein, ich kann nicht mehr tragen. So. Es ist dunkel geworden. Da noch mal ein bisschen was geresearched. Ich habe echt Angst gerade. Komm schon. Pack den Baum da rein. Was sind das immer für gruselige Geräusche? Ich habe Angst. Da. Noch mehr. Pick up Kane. Ma. Okay. Ich research ja schon. Okay, da. Goldnugget. Yum, yum, yum. Da seht ihr mal, wie schnell das gehen kann. Mit den Punkten. Schon cool. Und zack. Dann noch hier die Amulette. Boah, krass, Mann. 600. Perfekt. Und nochmal was. Cool, wusste ich gar nicht. Alter. Das war echt effektiv. Muss man schon sagen. Dann natürlich hier noch die ganze Scheiße in meinen Müll reinstopfen. Den Rest kochen. Also in der Nacht kann man schon produktiv sein. Man muss die eigentlich nicht immer überspringen. Wie man eventuell gerade gemerkt hat. Essen. So. Können wir jetzt mal? Nee, können wir nicht. Verdammt. Ich brauche Holz. Okay, dann machen wir uns gleich auf den Weg zu einem Baum. Können wir auch jetzt den machen. Auf dem Weg zu einem Baum. Okay. Hier. Ich werfe da jetzt einen Baum rein. Sollte aber reichen. Natürlich. Verdammt, war sogar schon ein bisschen zu viel. So, mal eben richtig hinsetzen. Oh yeah. So, komm, nächster Tag. Nächster Tag. Gut. Ich guck da mal eben nach, ob alles perfekt mit dem Sound läuft. Wir sehen uns dann gleich. Okay, willkommen zurück zu Don't Starve. War jetzt für euch wahrscheinlich nur eine Millisekunde. Gut, ja, war ja alles im Prinzip perfekt. Der Sound schön laut, meine Stimme schön laut. So will man das haben. Ja, was machen wir denn jetzt? Ich wollte mir eigentlich eine Kiste herstellen, damit ich mal so ein bisschen was loswerden kann. Man kann zwar auch auf den Boden legen, aber irgendwie traue ich dem Boden nicht. Ich weiß nicht. Ich habe Angst, dass das dann weg ist. Auch wenn es nicht weg ist. Ich habe es nämlich schon mal ausprobiert. Ah, komm. Bam. Geht doch. Oh, das ist sogar noch ein fetter Baum. Ja, und was wollte ich noch erzählen? Da, wo ich 30 Tage gespielt habe, habe ich natürlich auch sehr viel erkundet. Und ich habe so ein paar neue Gegner kennengelernt und auch besiegt. Andere wiederum sind, finde ich, schon fast unmöglich zu besiegen. Aber dazu dann natürlich auch später mehr, ne? Ich will euch ja jetzt hier nicht tausendfach spoilern. Wenn, dann muss das auch schon im Spiel passieren, damit man es direkt sieht und ja, die Spannung aufrechterhalten wird. Okay, davon habe ich, glaube ich, genug. Wie viel habe ich nur? Ach, 14 Grad mal. The fuck? Noch lange nicht genug. Ein bisschen Gras flicken, ja. Können wir danach rauchen, Mann. Pick Berry Bush. Lauf nicht weg. Nicht. Komm, lauf zu mir, lauf zu mir, lauf zu mir. Ja, so ist geil. So, und jetzt mal endgültig auf Holz konzentrieren. Ist ja schlimm, ey. Oh, aber da ist schon wieder Gras. Ah, toll. Okay. Zack. Na, zu klein. Ha, ein großer Baum. Und ich glaube, das ist genau wie bei Minecraft, schätze ich. Wenn ihr jetzt beispielsweise 5-mal auf den Baum klopft und dieser Baum aber 6-mal geklopft werden muss, damit er kaputt geht, damit ihr die Sachen pflücken könnt, dann, also und ihr dann eben aufhört, dann bricht der das komplett nochmal ab und resettet das Ganze. Also, dass ihr dann praktisch, wenn ihr dann wieder draufhaut, nachdem ihr aufgehört habt, ihr dann nochmal 6-mal drauf kloppen müsst, anstatt einmal und der dann zerfällt. Also, glaube ich jedenfalls. Hab ich jetzt nicht getestet, ich kann es ja mal ausprobieren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, okay, 3.
Ah, okay. Hat mich geirrt. Also, wenn er 5 mal drauf kloppt und dann nochmal 5 mal, dann ist er kaputt. Falls er jetzt 10 Schläge braucht, ne? Kommt natürlich auf die Größe an. Finde ich ehrlich gesagt auch realistischer und besser, weil ich meine, warum sollte sich der Tolz wieder erholen innerhalb dieser kurzen Zeitspanne? Zack, zack. Obwohl es ja bei Minecraft, glaube ich, doof wäre, wenn das nicht so wäre. Wenn man dann auszusehen, weiß ich nicht, seine Wand anhaut und dann wieder auszusehen, seine Wand anhaut und die dann irgendwie zerbricht nach und nach. Das wollen wir ja auch nicht, ne? Komm, gib mir Holz. Noch mehr. Noch viel mehr. Ja. Ma. Yay. Jetzt habe ich echt fast 1000 Research-Punkte. Heftig, Mann. Richtig heftig. Die werden wir gleich auch schön ausgeben. Müssen wir mal gucken, was wir uns alles leisten können. I can't do that. Du kannst alles. Du musst nur an das Herz der Karten glauben. Gut. Ah, da oben noch. Oh, ne, eine Blume will ich nicht. Keine Ahnung, was die bringen. Und der Grafikstil ist auch, weiß ich nicht, hat schon was Cooles. Erinnert mich auch irgendwie an irgendwas, an irgendeine Serie oder an irgendein Spiel, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Besonders eben die Figur, die wir gerade spielen. Den Feuerteufel, den wir hier haben. Chop, 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 chop. Gut, wie viel haben wir? 14 Uhr? Nee, 34. Okay, das sollte erstmal reichen. Yep. Okay, dann gehen wir immer hier zu dem Busch. Und dann werden wir jetzt gleich auch das Teil da oben zerstören. Einfach mal, um so den ersten richtigen Fight zu zeigen. Schnell nach oben. Hallo? Hallo? Wo bist du denn, Lager? Boah, wie weit bin ich denn gelatscht? Ah, magnifique. Zack, komm schnell. Bam. Natürlich die Beeren erstmal kochen. Ich bin ein Koch, eine Köchin. Hä? Essbug? Komisch. Okay, geht ja, anscheinend. So, dann können wir da noch ein paar Bäume reinknallen. So. Dann werden wir jetzt erstmal hingehen. Und so ein paar neue Sachen. Ne, erstmal die Truhe machen, genau. Zack. 2, 3, 4. Sehr schön. Da haben wir auch schon unsere erste Truhe. Packen wir die mal am besten. Ja. Lieber hier hin. Nicht zu nah am Rand. Ja, 6 Platz.